Hallo da zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Dirt Rally. Zum letzten Teil dieser Meisterschaft reisen wir nach Finnland und ja, der Sieg ist uns schon sicher. Wir müssen jetzt eigentlich noch die Finnland abschließen hier und danach schauen wir mal, was für einen Wagen wir uns kaufen werden und ob da der Schwierigkeitsgrad auch höher wird. Ich bin mal gespannt, wir kommen dann vor den 60er Jahren in die 70er Jahre, die bin ich noch gar nicht gefahren und dann können wir mal schauen, wie wir dort mit der Rally weitermachen werden. Gut, jetzt müssen wir erstmal Finnland überstehen, unsere 8 Kilometer Etappe hier. Finnland ist sehr viel geradeaus und viel schnelles Fahren. Da bin ich echt gespannt, wie sich das entwickelt jetzt hier. So. Dann wollen wir loslegen. 5, 4, 3, 2, 1. Attacke! 6 über 100 über Kreuzung. 100 über Brücke. So. Zwei Teile kommen 60 über Kreuzung. Finnland habe ich immer noch sehr schnell in Erinnerung. Kuppe nicht steigen. Als Etappe. 80 Kuppe Welle. Links 6, 60. So. Vorsicht, links 3 über Kuppe nicht steigen. Kuppe Sprung, vielleicht Senke. Rechts 6, macht zu bis so, 4 über Kuppe Sprung. Macht auf, verläuft bis 100. Welle, Kuppe. 80 durch Senke. Mal schauen, Kuppe, wie wir uns jetzt hier schlagen. Platz 1 würde ich aber sehr gerne haben wieder. Links 4 über Kuppe Sprung. Kuppe 160. Wäre schon ziemlich cool. Rechts 6. Rechts 3 über Kuppe nicht Stein. Macht drauf lang. Kuppe in Kuppe vielleicht Sprung. So, boah, Kuppe in Kuppe vielleicht Sprung. Links 5 lang über Kuppe vielleicht Sprung. Kuppe über Kuppe. War zum Glück keiner. Achtung, rechts 4 über Kuppe Sprung. 60 über Kreuzung. Links 4 halb lang. Alter. Kuppe in Kuppe 10 Sekunden. What the fuck? Rechts 4 über Kuppe. 100 über Kreuzung. Schon knackig Achtung, hier. Rechts 4 über Kuppe vielleicht Sprung. Welle. 40, Kuppe vielleicht Sprung. So. In Welle. Links 6 über Kuppe vielleicht Sprung. Bis jetzt läuft's noch gut. Verläuft bis 150 über Welle. Macht zu bis 5 durch Senke, Kuppe 60. So, boah. Rechts 5 Kuppe vielleicht Sprung. Macht auf, lang 100. Rechts halb über Kuppe Sprung. Gerade nicht über Kuppe, so. Kuppe Sprung. Radlinie über Kuppe, Kuppe Sprung. Rechts, so, über da. Rechts halten über lange Kuppe. Achtung, rechts lang 5 über Kreuzung. Boah, ey. Zu bis 3 nicht schneiden. Kuppe 80 über Kreuzung. Kuppe 80 über Kreuzung, ja, genau so. Haben wir. Zu bis 3 über Kuppe nicht schneiden. 60. Rechts 4 ja. Über Kuppe, macht auf, macht das zu. Das läuft. 15 Sekunden haben wir schon. Und das ohne irgendwo einmal gegen zu knallen, bis jetzt. Abwarten, wie es jetzt im Schuss hin aussieht. Geil. Und inhalten jetzt. Perfekt. Achtung, rechts 4 über Sprung 100. Links 4 lang. Boah. 60 links, halb über Kuppe. Das war knackig. War jetzt auch kein schlimmer Unfall gerade irgendwie. Bisschen die Kontrolle verloren, aber ansonsten. 60 über mal schauen, was wir auch noch rausreißen können. Sprung 80. Links 6 über Kuppe, vielleicht Sprung 60. Wow, knapp. Links 3 halb lang, inhalten. So, inhalten, hat er gesagt. Über Kuppe 80. Ja, und das war's wert. Ab in den letzten rechts Sektor. Über Kuppe macht auf über Welle 60. Links 6 und mittig. Das ist auf jeden Fall ein anspruchsvoller Kurs. Die ganze Zeit bei Vollgas zu bleiben. So viel halt springt, ey. So viel Einfluss, wie man später drauf hat. Aber vor wirklich einen Großteil im vierten und im fünften Gang. Jetzt dürfen wir nicht schneiden. Links 6 macht zu bis 4 über Kuppe. 60. So, super. Rechts 6 macht zu bis 3, eng 150. Links 4 halb lang über Kreuzung 40. Rechts 5 macht zu bis 4 so. Kuppe. Links 5 über Kuppe 40 über Kreuzung. Kuppe und links 5 halb lang bis Ziel. Ja, Leute, das war eine sehr dominante Etappe, die wir gerade geschlagen haben. 3 Minuten 46. Schon knackig. Mal sehen, was wir jetzt zur zweiten Etappe rausholen können. Wir haben 23 Sekunden Vorsprung, jetzt schon. Das ist hart. Das ist wirklich viel, Leute. Mal schauen, wie jetzt raus rauszuholen ist hier. Wäre cool zu wissen.
bin ich mal echt gespannt. Höhenunterschied 4 Meter, das ist schön. Da können wir also wieder ordentlich Gas geben. Cool. So, jetzt geht's nach Jämse in Finnland. 3, 2, 1. Und los. Rechts 6 über Kuppe 130. Wenn wir uns jetzt wieder so gut dominant halten, ist schon geil. Rechts 6 über Kuppe nicht schneiden. 100, 2 kleine so. Pumpen. Links 3 lang, macht auf über Kuppe. Aber das sehen wir jetzt schon schwieriger, weil halt das Fenster so schön dreckig ist. Kuppe. Boah, wow, das war zu weit innen. Kuppe. Das war zu weit außen. Rechts 4 halb lang. Es ist zu weit außen. So. Schade, doch, den Wagen ein bisschen gespottet hier. Ich habe gehofft, keinen Unfall zu haben, aber na gut. Das wäre auch echt göttlich gewesen. Rechts 6, mach zu bis 3 über Kuppe. So. 100. Okay, jetzt geht's hier rein. Überkreuzung rechts 3, über Kuppe inhalten. 80. Über Kuppe inhalten, ja, hat sich gelohnt. Rechts 5, über Kuppe Sprung, 60. Kuppe wieder Sprung, links 5. Kuppe super. Sprung. Rechts 6, lang über Kuppe, Welle, Überkreuzung. Naja. Rechts 6, Kuppe wieder Sprung und links 5. Ja, den Sprung hatte ich gerade. Kuppe. So, 5 Sekunden Vorsprung, trotz Fehler. Links 6 durch Senke und Kuppe Sprung. Das ist schön. Rechts 6 über Kuppe, macht zu bis 5. Über Kreuzung links 6, wow. Nicht schneiden. Kuppe. Ha, wie ich Schilder gerade voll mitgenommen, ey. Links 6 durch Senke. Rechts 5 über Kuppe, vielleicht Sprung, rechts halten. Wow. Links 6, nicht schneiden, 80. Ah! Rechts 6 über Kuppe. Boah, war das knapp gerade am Felsen vorbei. Oh. Kuppe. Rechts 6. War das knapp, ey. Fuck it. Bis 4 lang. 60. Rechts so. Kreuzung, macht auf über zwei Kuppen. Jetzt schön rum hier. Rechts ja. Links schick, schick. Jetzt läuft's doch ganz gut. Über Kuppe 40. Rechts halten über lange Kuppe, vielleicht Sprung. Rechts halten über lange Kuppe, vielleicht links Sprung. Rechts über Welle und Kuppe. Ja, das war wichtig, das zu wissen. 7 Sekunden. Über Kuppe, vielleicht Sprung. Links 4 halb lang. Oh, 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 oh. Rechts 5 über Kreuzung, innen halten, über Kuppe Sprung. Ach du Scheiße, ey. Das war ein Schlag gerade. Kuppe vielleicht Sprung. Und ich hörte auch was. Achtung, links 4 halb lang, innen halten. Ach du Scheiße. Kuppe, Felsen am Ausgang. Der beschleunigt kaum noch, ey. Kuppe, what the fuck. Sprung. Bring mir den Wagen noch ins Ziel. Lang, zu bis 3. Nein, ich muss neu starten. Fuck. Der ist zu stark. Ich dachte jetzt, ich schaffe vielleicht mal die ganze Rally. Das Event ohne Neustart. Aber nein. Dieser eine fucking Pfahl. Ich hab den Wagen geschottet. Da war ich aber zu schnell. Rechts 6 über Kuppe nicht schneiden. Naja. Versuch Nummer 2. Links 3 lang, macht auf. So. 40. Also ihr könnt gerne mal zurückspulen. Ich habe gehört, dass hinten links irgendwas war. Und ich mache denselben Fehler schon wieder. Mann. Ich habe hinten links was gehört. Ich habe gemerkt, dass er halt auch kaum noch von der Stelle kam. Ich dachte, okay, gut, das können wir noch machen, aber noch ein Schlag hält er nicht aus. Den hat er bekommen. Naja. Schade, jetzt ist der Boden drin. So. 100, 2 gelangt. So Leute, es tut mir leid. Meine Frau hat so durch angerufen, ich musste kurz weg. Deswegen war dieser kurze Cut hier. Aber ihr habt ja von der Pause gar nicht mitbekommen. Das ist für euch ganz gut. Denn ich fahre jetzt einfach nur weiter. Nach da weiter habe ich aufgehört. Nein, ich starte neu. Auch geil. Ach, der dritte Anlauf jetzt schon. Schade, aber naja. Kam gleich, dass ich kurz weg musste. Bitte. Aber naja. Es wird schon noch. Links 4, innen halten 40. Diesmal wird das was, hoffe ich. Rechts 6, über Kuppe nicht also so schwer ist der Kurs gar nicht. Er ist viel einfacher als die anderen. Viel einfacher als Deutschland oder als Schweden oder als Monte Carlo oder als Wales oder als Griechenland. Also eigentlich der leichteste Kurs von allen. Rechts 4, halten lang. Mit, nur ich verkacke gerade, weil ich zu unkurz trippe, würde ich sagen. Links 6, über Kuppe. Vielleicht kriegt es ja jetzt besser hin. 80. Rechts 6, macht zu bis 3. Vielleicht hat mir die kurze Pause gerade mal geholfen, wo ich mal 10 Minuten lang nicht am PC saß und gefahren bin. Kuppe über Kreuzung, sondern rechts 3, über Kuppe frische Luft war, meine Freundin abgeholt Kuppe. Habe und erstmal schön. Rechts 5, über Kuppe Sprung. Ich hab mir die Tür rausgehauen.
So, und nochmal. 4. Alle guten Dinge sind 4. 2. 1. Vorsicht. So, versuchen wir es nochmal. Links 4 Inhalt. Naja. Rechts 6 überkommen wir nicht. Schön waren noch ins Ziel bringen jetzt eigentlich. Bei der Etappe. Ist egal welcher Platz. Aber. Der Wagen ist Schrott, das bin ich halt auch später gestraft. Links 3 lang. Kuppe. Rechts 4 halb lang. 60. Naja. Links 6 überkuppe vielleicht Sprung. 80. Mal schauen, was draus wird. 6 macht zu bis 3 überkuppe. 100. Da bin ich so grandios im ersten, Kurs gefahren. Das ist schon schade. Kuppe. Rechts 5 naja. Überkuppe Sprung. 60. Kuppe wieder Sprung links 5. Ich fand den ersten Kurs bin ich so gut gefahren, ey. Das war wunderschön. Eigenluft stinkt, ich weiß. Aber naja. Trotzdem wieder 7 Sekunden jetzt rausgeholt. Obwohl ich nicht mal Vollgas gebe, ey. So. Links 6 durch Senke. Rechts 5 überkuppe, vielleicht Sprung, rechts halt. Links 6 nicht schneiden, 80. So. Rechts 6 überkuppe. Links 4 lang. Kuppe. Rechts 6 überkuppe. Sieht ja noch ganz gut aus gerade. Und macht zu bis 4 lang. Sind hier noch ganz gute Dinge hier. Rechts 3 über Kreuzung, macht auf über 2 Kuppe. Links so. Halt, wow. Rechts 6 Kuppe. Rechts 5 über Kreuzung und Kuppe. Okay. Links 6 durch Senke, innenmittig halten. Kommen wir jetzt in den zweiten Kuppe, Sektor rein. Rechts halten, über lange Kuppe, vielleicht Sprung. Oh, jetzt sind wir wieder hier bei unserem guten Freund. Vorsicht, rechts 6 macht zu bis 4 so. Über Kuppe, vielleicht Sprung. So, wir hatten wir unseren ersten Fehler gehabt und den habe ich überstanden. Jetzt kommt gleich eine Linkskurve. Wo eine Felsengruppe ist. Ich aufpassen muss. Ja, genau, jetzt kommt sie. Felsen am Ausgang, hier ist er. Kuppe, vielleicht Sprung. Super. Rechts 4 lang, macht zu bis 3. Geschafft. Jetzt sind wir schon mal weiter als letztes Mal. Vielleicht bin ich jetzt wieder im Fluss drin. Wäre cool. 130 über Kreuzung. Mensch, da gab es Deutschlandflagge. Rechts 5 über Brücke, nicht schneiden. So. Links 4 lang, über Kreuzung. So, einmal wird es eng und dann wird es wieder breit. 40 über Kreuzung. Kuppe. Super. Rechts 3, schön rum hier. 100, über Kreuzung. Ja. 100. So sieht's gut aus. Rechts 4 lang, macht auf. Über Kuppe, über Kreuzung. Kuppe, 130. Perfekt. Oh, und schon sind wir 12 Sekunden vorne, ey. Über Kuppe, gleich Sprung. Naja. Mittighalten, über Kuppe, Sprung. 60. Okay, Sprung, 60. Achtung, rechts 6, über Kreuzung, in mittig halten. Über großen Sprung, Kuppe, Sprung. Das wird knackig. 150, über Wellen, über Kreuzung. Links, so, über Kuppe, jetzt wieder voll die Vollgaspassage Kuppe. Hier. Rechts halten über Kuppe. Rechts halten über Kuppe. 40 über Kreuzung, Kuppe, vielleicht Sprung. Kuppe in links 6 durch Senke. Wow. Verläuft über Kuppe. 200 über nein, Kreuzung. Nein. Das war knapp. Achtung, rechts 5 über Kuppe, vielleicht Sprung. 40 links halten über Kuppe. Bis 10. Und schon wieder 20 Sekunden Vorsprung, ey. Naja, sie hätten einfach beim ersten Mal Anlauf fahren müssen, aber na gut, ist okay. Naja, ich bin mal gespannt, wenn wir auf Platz 3 kommen, weil das ist wirklich spannend gerade. Da kämpfen ja zwei Leute drum. Naja. Ah, jetzt fahren wir denselben Kurs, den wir zu Anfang gefahren sind. In die andere Richtung, okay. Gut. Aber erst mal wieder reparieren hier. Auch wenn es da nicht allzu viel gibt. So. An der Etappe teilnehmen. So. 4, 3, 2, und 1. Los geht's! Vorsicht. Rechts 4 über Kuppe und also jetzt wieder unsere Vollgas-Etappe. Gut, wir sind immerhin Bescheid. Dass sie ja sehr flott ist. Links 3 über Kuppe 60.
So, links 3 über Kuppe 60. Rechts 4 macht über Kuppe 40. Links 4 landet über Kuppe Niedschneiden. Oh. Ja, nicht schneiden, hat's gut getroffen. Rechts 4 über Kuppe. War trotzdem noch zu weit draußen. Links 4 landet. Aber gut, hab's gehalten. Mittig halten, über Kuppe Sprung. Rechts 6, 60. Links 5 über Welle macht zu bis 4 über Oha. Kuppe 100 Welle. Oh, oh, war das knapp, Leute. Rechts, oh, 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 oh. Habt ihr das gesehen? Ey, ich bin da so knapp rechts an den Bäumen vorbeigerast. Immerhin 5 Sekunden Vorsprung. 40, Vorsicht, links 5, über Kuppe. Macht zu bis 4 in rechts, Alter. Rechts, über Kuppe. Zu viele Informationen. Das kann ich doch nicht verarbeiten. Rechts 4, halt lang, der bombardiert mich hier mit Informationen gerade, ey. Links 4 über Kuppe und Welle 100. Links 6 naja. Über Kuppe Sprung. Links Scheiße. Boah, wow, hey, das war Lack. 180 über Kreuzung. Hätte auch genauso gut mit einem Fiasko enden können gerade. Hätte ich gesehen, ob ich an die Bäume noch rankomme oder nicht. Achtung, mittig halten. Über Kuppe Sprung. Kleine Kuppe Sprung. Rechts 5 über Kuppe Sprung. Nicht schneiden. 40 Kuppe. Rechts 6 macht wow. Bis 4 halb lang. 80 über Kreuzung. Mittig halten. Über Kuppe Sprung. 40. So. Rechts 5 macht zu bis 4. Nicht schneiden. Über Kreuzung. Kuppe Welle und links 4 halb lang über Kuppe macht auch lang. Macht ja, zu, komm schon. Kuppe 60. Jetzt rum hier. Vorsicht, rechts 4 macht zu bis 3. Perfekt. Über Kuppe. Nicht schneiden, 80 über Kreuzung Kuppe. Eine Sekunde nochmal rausgeholt. Links 3 nicht schneiden, über Kreuzung macht auch über Kuppe. Das war gerade viel Glück, was ich hatte. Mittig halten über lange Kuppe, 60 über Kreuzung. Kuppe, Sprung, so. Gerade hier nicht über Kreuzung, vielleicht Sprung. Links halten über Kuppe, Sprung, 80. Und Vollgas Achtung, rüber. Links 6 lang, macht zu bis ja. 4 über Kuppe, Sprung. 60 Kuppe. So, wow, rechts 4 macht auf, über zwei kleine Kuppen macht auf und verläuft bis 150 über okay. Welle. Kuppe vielleicht Sprung und Welle in Kuppe vielleicht Sprung, 40 Welle. Achtung, links 4 halt. Was haben wir jetzt geschafft hier? Kuppe. Sprung, Schlamm bei Ausgang 100. Boah, ey, es ist knackig. Nein, das wird links gefährlich und auf, ich hab noch gerettet. 60, ich hab den noch gerettet, ey, geil. Rechts 4 halt lang über Kuppe, 60. Ich dachte, ich verliere den. Ich habe so viel Glück gerade in dieser Etappe. Ist ja kaum zu fassen. So, kurz gebremst mal. Boah, wie gut ich in der ersten Etappe unter Kontrolle gehabt haben muss, ey. So gut stelle ich mich jetzt gerade nicht an. Oh oh. So. Es hätte schlimmer ausgehen können. Achtung, links 6, lang über Welle. Es hätte wesentlich schlimmer ausgehen können gerade. Macht zu bis 4, verläuft über Kuppe Sprung. Macht auf, Kuppe so. Vielleicht Sprung. Rechts 4, macht zu bis 3. Oh nein! Kuppe nicht schneiden. Naja, gut. Jetzt bin ich weit hinten. 60. Aber jetzt starte ich nochmal neu. Rechts 6, Kuppe Welle 60. Ich habe so viel rausgeholt in den ersten beiden Etappen. Das ist mir dann auch egal. So. So und. Hui! Wie viele Sekunden bin ich dahinter? Wahrscheinlich gut 20. Ne, nur 12. Geil. Ja, mein Gott. Die Etappe juckt mich jetzt ehrlich gesagt wenig. Ich habe noch eine halbe Minute, die ich noch vor raus bin. Dass ich dann rausholen kann, was? Vielleicht, naja, mal schauen. Es hätte locker eine 3,50 sein können oder sowas jetzt gerade eben. Aber na gut. Na gut. So. Okay. 4, 3. 2, 1, Vorsicht, rechts halten, über okay, einfach noch den Wagen ins Ziel bringen. Mehr Bestrebung habe ich hier gar nicht. Links 5, über Kuppe, vielleicht Sprung. Links 6, über Kuppe. 200, so. Über Kreuzung, Kuppe. Rechts 6, halb lang durch Senke, Kuppe. Und Kuppe, um vielleicht hier? Sprung. 40, über Kreuzung, Kuppe. Ich bin wieder sehr flott gerade. Über Kuppe, Kuppe. Mittig halten, über Kuppe, vielleicht Sprung.
Rechts 6. Wow, was war das denn gerade? Ja, an die Kuppe kann ich mich noch erinnern. Links 6 über Kreuzung. Hätte ich beteiligt sollten. Aber ich hab's noch über Kuppe Sprung. Überlebt. Mittig halten über Kuppe Sprung 130. Ich hab das noch überlebt gerade. Kuppe über Kreuzung. Links 5 verläuft über zwei Kuppen und macht zu so. 100. Kuppe vielleicht. Ja, ich würde sagen, meine letzte Rallye jetzt hier in Finnland, die habe ich schlechter Kuppe abgeschnitten, als ich könnte. Weil ich sagen muss, die erste Etappe habe ich echt super gemacht. Bin ich mir zufrieden, die zweite war gut. Jetzt die dritte war echt scheiße von mir. Die ist jetzt auch noch echt scheiße von mir. Ist halt nur die KI ist viel zu einfach gerade. Ich kann Fehler machen und ich bin trotzdem noch 5 Sekunden vorne. Naja. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Einfach noch den Wagen ins Ziel bringen reicht mir schon. Danach haben wir den Meisterschaftstitel haben wir sowieso schon safe. Den ersten Platz holen wir uns auch noch. So. Zack. Links 5 inhalten. Rechts 4 halt lang nicht schneiden. Ja, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Links 4 macht auf über Kuppe. Kuppe. So. Rechts 6 über Welle. Wow. Links 1 über lange Kuppe, vielleicht Sprung. Das war knackig. Ich meine, ich bin jetzt schon wieder 15 Sekunden vorne. Mittig halten über Kuppe. Schon krass. In rechts 6. 40. Und das war der zweiten. Links 5. Im zweiten Sektor erst. Rechts halten durch senke Kuppe. Links 4 macht zu über Welle. Wow. Über Kreuzung. 60. Wow. Links 4, ich das überlebt habe, ey. Oder irgendwo einzuschlagen. Ist schon cool. Jetzt müssen wir gleich bei unserem Lieblingsfelsen entlang rasen. 80 rechts schneiden. Links 5 über Kuppe vielleicht so. Rum. Rechts 6 durch Senke über Kreuz und Kuppe. Links 5 sehen wir die kommen. Rechts 6 nicht schneiden. Na, links noch ist nicht da. Über Kuppe. Waren die schon? Senke. Das könnte auch sein. Rechts halten über Kuppe vielleicht Sprung. Rechts 6 durch Senke. Kuppe 60, so. Rechts 3 und Kuppe. Einmal hier rum bitte. Links 6 über 100. Jetzt sind wir schon 20 Sekunden vorne. 40. Mittig. Ja, 19 Kuppe, um genau zu sein. Rechts 4, 60. Links 5 über Kuppe so. Sprung. 80. Links 3 halb lang über Kuppe, über Kreuz. Ah, ja, das war ganz gut. 100. Links 3 macht auf über Kuppe 80. So, über Kuppe jetzt nach links. Rechts, oh, das war mehr als erwartet. 80. So, schade. Hätte gerne wieder 20 Sekunden Vorsprung gehabt, aber naja. Links 4 halt auch nicht so wichtig. Kuppe. Rechts 3 lang. Bitte, der Wagen hat jetzt gerade voll den Mega-Schaden, ey. Ja, Kuppe, Finnland war nicht gerade mein bester. 100. Beste Runde. Links aber na gut. Über Kuppe, nicht schneiden. Jetzt würde ich noch einmal rechts abbiegen, das war's auch schon. Rechts 4 inhalten. Ja, war noch die Rechtskurve hier. Bis Ziel. Wir haben 2 Sekunden verloren, 3 Sekunden verloren. Aber dann gibt's ja gar nichts. Aber demoliert ist der Wagen trotzdem, ey. Naja, immer noch unter 3 Minuten. 11 Minuten meine ich. Naja. Ach, Leute, ey, das ist schon ziemlich nice, wenn man jetzt mal so ein Meisterschaftstitel gewonnen hat. 34.000 haben wir bekommen. Platz 1 der Meisterschaft. Du hast die Open-Meisterschaft gewonnen und bist zum Club-Meisterschaft aufgestiegen. Ich bin ein lokaler Held. Und schwungvolle 60er habe ich geschafft. So, Clubman-Meisterschaft. Das mal an. Ich kann wieder mit 60er Jahren Wagen antreten hier. Aber lassen wir mal, ich will gar nicht mit den 60er antreten. Ich habe jetzt genug Geld, um in der Garage einen 70er Jahre Wagen zu holen. Ich könnte mir sogar einen 80er holen, oder? Geht. Gruppe B Allrad? Nee. B-Heckantrieb. Ich habe schon Gruppe A. Ah, dafür ist er zu wenig. Mit 2 Kit-Car könnte ich mir schon leisten wieder. 6 Gun Front. Haben wir einmal einen Ibiza und einen Maxi. R4 ist zu teuer. Aber gerade auch so. 2000er. 5000. Boah. Nehmen wir uns mal einen 70er-Jahre-Wagen. Könnten Opel Kadett nehmen.
könnten einen Fiat Abarth nehmen. Ein Escort MK2. Was ist der Unterschied hier? Gewicht, der erste am wenigsten. Na, der Lancia hatte noch mehr. Alle 5 Gänge. Alle Hecktriebler. Was haben eigentlich die für Antriebler? Front, Heck. PS 240 hat der. 250 oder Escort. Oder ist vielleicht da. Ich glaube, wir nehmen uns einfach die besseren. Aber ich will kurz wissen, wie viel Leistung hat mir hier? Nur 135? Wollt ihr mir sagen, dass ich mich jetzt verdoppelt fast? Ja, wir kaufen den. So, F3. Oh, für die Lackierung 4 ist cool. Hoho. Wir haben aber immer noch 134.000 übrig. Wir können uns einen neuen holen hier, auch geil. So, hier einfach mit hier, zack. Der ist noch 16 Etappen da. Der ist aber gut. Schon geil. Was haben wir für Meisterschaften hier noch? Open Meisterschaft Pikes Peak. Rallycross Open Meisterschaft. Professionelle Rallycross Meisterschaft. FIA World Rallycross Championship. Brauche ich auch noch erst einen Wagen für. Wie es aussieht, aber gut. Wir sind jetzt bei Clubman Rally. Dann auch wieder 6 wahrscheinlich. Aber gut, Leute, das war's auch dann für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt auch mal zu in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr zu dem ganzen Prozedere von Dirt Rally sagt. Die erste Meisterschaft haben wir jetzt schon. Wir wollen uns dann die zweite ranmachen. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder von Dirt Rally. In dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.